Mit wummernden Bässen gegen den Autobahnausbau. Die Berliner Clubszene hat zu einer Großdemo gegen die umstrittene Verlängerung der A100 aufgerufen und Tausende sind dem Aufruf gefolgt. Bands und DJs veranstalten gemeinsam mit Fridays for Future und weiteren Gruppen einen Protest-Rave am Ostkreuz unter dem Motto A100 wegbassen. Die Initiatoren befürchten, dass durch das Verkehrsprojekt Kulturorte, Jugendzentren und sogar Schulen weichen müssen. Mehr als 20 Einrichtungen drohe das aus, wenn die Autobahn verlängert wird. Was sich hier entwickelt hat, das soll auf jeden Fall erhalten bleiben. Es gibt nur noch ganz wenige innerstädtische Clubs in Berlin, ganz wenig Flächen, wo auch so eine Mischnutzung überhaupt stattfinden kann. Und wir würden sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, das zu erhalten und dafür kämpfen wir auch. Ja, das sind Clubs, die hier seit den letzten 20 bis 30 Jahren existieren. Das sind subkulturelle Orte, in denen Musik performt wird, in denen NachwuchskünstlerInnen ihre Bühne bekommen. Orte, wo wir Communities haben, die sich hier treffen, aus der LGBTQ+-Community, aus bestimmten Musikgenres. Also sehr nischig. Und das macht Berlin bekannt, das macht Berlin so liebenswert. Der Weiterbau der Stadtautobahn A100 in Berlin ist seit Jahren umstritten. CDU und FDP wollen die A100 vom Treptower Park über das Ostkreuz bis zur Storkower Straße weiterführen. SPD, Grüne und Linke hatten sich in ihrer gemeinsamen Regierungszeit dagegen ausgesprochen. Mit dem Ausbau sollen etwa der Flughafen BER oder der Wissenschaftsstandort Adlershof schneller erreicht werden können. Ostdeutsche Städte wie Dresden, Cottbus und Frankfurt an der Oder sollen besser an die Hauptstadt angebunden werden.